EA. DICE. Lucasfilm. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Jetzt nicht mehr nur noch in der Beta-Version, sondern in der Vollversion. Und ja, das ist natürlich nur Star Wars Battlefront, also der dritte Teil offiziell der Reihe, aber der erste Teil von EA, deswegen hat man das quasi als eine Art Reboot der Serie angesehen und hat das Ganze wieder Battlefront genannt. Das kennt man ja schon von Serien wie Tomb Raider und Co., dass es dann einfach wieder Battlefront heißt, ohne eine Zahl dahinter. Ich habe irgendwie in der Beta schon ein bisschen was dazu gebracht. Jetzt nach einer längeren Pause habe ich auch endlich wieder Zeit, was dazu auszunehmen und deswegen starten wir am besten gleich mal rein. Und ja, ich habe schon so 2 oder 3 Runden gespielt. Das Spiel ist aber schon seit 3 Wochen raus, glaube ich. Also ich bin ein absoluter Anfänger wahrscheinlich, weil ich nur noch mit Leuten spiele, die schon alles freigeschaltet haben und ich habe noch gar nichts. Ja, das muss man leider so hinnehmen und ja, ich zeige euch nur ganz kurz, was dieses Spiel so beinhaltet. Nämlich die Missionen, wovon wir auch schon eine in der Beta gemacht haben. Da gibt es natürlich Training, Schlacht und Überleben. In der Schlacht gibt es Schlacht auf Hoth, Heldengefecht auf Hoth, Schlacht auf Tatooine. Ich kenne mich leider im Star Wars-Universum überhaupt nicht aus, ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Heldengefecht, es gibt wohl jeweils ein Heldengefecht und eine Schlacht auf den jeweiligen Feldern. Das Ganze werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Außerdem gibt es natürlich die Überlebensmodi, die wir auch schon, ja, wie gesagt, den Überleben auf Tatooine war das, glaube ich. Das haben wir schon in der Beta gespielt. Ansonsten Sullust, Hoth und Endor gibt es noch. Alles klar, und halt Trainingsmissionen, wo es auch noch eine Menge gibt. Die dunkle Seite, Jagd auf Endor, Bettlerschlucht und Überlegenheit und die Invasion. Und außerdem gibt es natürlich die Multiplayer-Modi, um die wir uns am Anfang erstmal kümmern werden. Nämlich die Abwurfzone, Helden gegen Schurken, Droidenalarm, Jägerstaffel, Kämpfläufer, Angriff, Vorherrschaft, Gefecht, Frachtabwurfzone, Helden gegen Schurken. Gab es nicht oben schon? Achso, das hier oben sind quasi so 3 empfohlene Sachen und hier unten sind nochmal alle einzeln anwählbar. Okay, Helden gegen Schurken und Wendepunkt. Das ist, glaube ich, der neue DLC, der jetzt rausgekommen ist, den man jetzt als Pre-Order-Dingens-Womans vom der Day One Edition kostenlos bekommen hat. Habe ich noch nicht installiert, aber gibt es auf jeden Fall den neuen Modi. Ja, ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, wir sehen uns dann gleich in-game wieder. Vorherrschaft, Waldmond, Endor, da starten wir also. Ich hätte das gar nicht cutten müssen, wie mir gerade auffällt, weil die Ladezeiten hier auf der Konsole zumindest echt nicht lang sind. Normalerweise spiele ich ja solche Ego-Shooter-Dingens immer auf dem PC. Problem ist, dass ich habe im Moment extrem mit vielen PC-Abstürzen und so weiter zu rechnen. Das passiert mir im Moment extrem häufig. Ich weiß immer noch nicht genau, woran es liegt, habe ich ja schon etwas länger. Und da ist ja bei Battlefield, also Battlefield Hardline war es, glaube ich. Es ist ja auch so krass häufig abgestürzt, dass ich da halt auch nichts mehr im Multiplayer-Modus gebracht habe. Das wollte ich mit Star Wars nicht von versauen lassen. Deswegen starten wir einfach mal rein. Ich habe überhaupt nichts freigeschaltet und ich kenne das Spiel null. Wir spielen Vorherrschaft, weil das der erste Modus war. Ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, wie heißt das, Eroberung? Ne, Vorherrschaft gibt es, glaube ich, in Battlefield auch. Ist wieder gesagt von DICE, also wird sich sehr in Battlefield ähnlich spielen. Es gibt einen Partner, bei dem kann man spawnen. Ach ja, das stimmt, die Vorherrschaft, den gab es ja sogar schon in der Beta, glaube ich, oder? War das so? Ne, in der Beta gab es, ist egal, wir starten rein, ich bin verwirrt. Wir starten mit unserem Partner, der wird sich eventuell ein bisschen besser auskennen als wir. Und gucken mal, unten haben wir eine kleine Map, wo natürlich angezeigt wird, wo die Gegner gerade geschossen haben, also von wo sie zuletzt geschossen haben. Dann kann man so ein bisschen die Richtung erahnen. Den Modus ist, glaube ich, so, es gibt einen Punkt bei uns und einen Punkt bei denen. Wer den Punkt eher einnimmt, der rückt quasi ein Stück nach vorne. Oh Gott, bin ich schlecht so. Alles klar, den habe ich gekriegt, weil er mich nicht gesehen hat, ansonsten wäre ich schon längst tot gewesen. Mit dem habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen alle so, denn ich nehme das erste Mal jetzt in dieser neuen Wohnung mit einem Konsolenspiel auf. Eigentlich wollte ich den Halo Singleplayer-Modus als erstes weiter aufnehmen. Die Xbox ist aber noch nicht aufgebaut und deswegen nehme ich jetzt erstmal hier was auf der Playstation auf. Und das ist das Einzige, was ich auf der Playstation momentan habe. Was ich so aufnehmen könnte außer FIFA. Und ja, FIFA haben wir schon ein bisschen was auf dem Channel, Star Wars noch nicht. Star Wars habe ich wie gesagt noch so gut wie gar nicht gespielt. Oh, oh. Oh. Alles klar, da war er. Wie gesagt, gib mir ein bisschen Eingewöhnungszeit. Das ist die absolut erste Runde seit dem Release, wo ich gespielt habe. Ich habe am Release-Tag, habe ich, glaube ich, 2 Runden gespielt. Oder 3 Runden gespielt und seitdem gar nicht mehr. Gott, schieß ich scheiße. So, der ist schon weg. Diese komischen Dinger, die wir gerade aufgesammelt haben, die sind auf jeden Fall solche Power-Ups, so eine Art Spezialwaffe, die man haben kann. Die kann man einsetzen, kann man jetzt so aktivieren und dann... Oh, verdammt! Kann man sich damit wunderbar selber töten.
Hilfe. So, die anderen haben schon alle Jetpacks und Raketen, was die alles noch so haben. Das kann man sich alles schön mit Punkten freispielen. Ich habe aber, wie gesagt, noch fast gar nicht gespielt. Und da das Ding schon 3 Wochen raus ist, ist es natürlich relativ unschön, dass die Gegner schon fast alles haben. Aber ich halt noch gar nichts. Unschön. Was, wie habe ich den hier gekriegt? Ich war doch schon tot, als ich mich gesehen hat. Der hat mich doch... Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. War das nicht eben einer? Doch, da ist einer. Stirb! Oh Gott. Wie viele Leute sind ja eigentlich auf der Map? Ich habe vorher nicht drauf geachtet. Es ist, glaube ich, vorgegeben, wie viele Leute pro Spielmodus spielen können. Das war doof von mir. Warum ist unser Partnerstart nicht verfügbar? Ist er auch gerade tot? Das ist natürlich ärgerlich. Ich glaube, habe ich schon zwei... Nee, ich hab wieder gar nichts freigeschaltet. Ich habe keine Spezialsachen, ich habe keine Granate, ich habe keine zweite Waffe. Ich habe wirklich nur die Standardwaffe. Und bei den anderen sieht man schon dadurch, dass sie hier mit Jetpacks rumfliegen und Granaten rumwerfen. Das ist ich, die haben halt alle schon was freigeschaltet, Mann. Aber ich kam bislang einfach nicht dazu und im Moment bin ich ein bisschen krank. Das heißt, der Arzt hat mir eigentlich absolute Bettruhe empfohlen. Da ich allerdings nicht einfach im Bett rumliegen kann und nichts tun, weil mir dann mega langweilig wird, habe ich einfach gedacht, oh, das ist klar, dann kannst du jetzt zumindest was aufnehmen, wenn du schon nicht aus dem Haus sollst. Und deswegen kann ich jetzt hier eine kleine Session mal aufnehmen. Wo ist er denn? Feind der fast... Oh. Ups. Wenn da steht, Feind erfasst dich, heißt das wohl, ich sollte nicht einfach weiterrennen. Hallo, Gegner? Ja. Man kann sich hier auch in Helden verwandeln und was weiß ich, das gibt's auch alles. Also ein bisschen kennt man das schon aus den älteren Star Wars Teilen, also aus den anderen Star Wars Battlefront Teilen. In Star Wars Battlefront 2 wurde das, glaube ich, damals eingefügt. Die habe ich auch beide gespielt. Da vorne ist irgendwas. Ist es das sogar? Ich glaube, das ist das Heldensymbol. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich hab schon was! Nein, ich hab schon was! Oh Gott. So, wir nehmen den Imperator, den habe ich nämlich schon einmal gespielt. Aber noch nicht auf der Aufnahme und gleich ändert sich auch die Controllerfarbe meines PS4-Controllers. Die ist jetzt nämlich lila geworden. So, der kann nämlich hier mit Blitzen schießen. Oh, und der Gegner hat Luke Skywalker bekommen. Das kann ja noch ein gutes Duell werden hier. Außerdem kann ich noch irgendwelche Spezialfähigkeiten machen da unten. Ich habe keine Ahnung, was ich noch kann. Okay, das kann ich auf jeden Fall. Und das kann ich auf jeden Fall. Oh. Hallo, Luke. Ich bin zwar nicht dein Vater, aber ich habe, glaube ich, irgendwas mit dem zu tun. Okay. Das haben die wohl besser gemacht als ich. Schade. Mit dem bin ich schon mal abgegangen. Wie gesagt, ich habe 2 Runden schon gespielt am Release-Tag. Da hatten die Gegner halt genauso wenig freigeschaltet wie ich. Da hatte ich noch ein bisschen mehr Chancen. Und da habe ich auch 2 extrem gute Runden eigentlich abgeliefert. Na, alles klar. Man sollte wohl nicht auf Luke schießen. Merke ich mir. Und da bin ich halt auch einmal zum Imperator geworden. Und da konnten die Gegner halt überhaupt nichts gegen machen. Da habe ich, glaube ich, die komplette Mannschaft vom Gegner auseinandergenommen mit dem Imperator. Hab da, glaube ich, fast 15 Leute oder so in Folge gekillt. Das war eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir zumindest mal auf Aufnahme gehabt. Nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber immerhin haben wir noch Aufnahme gehabt. So, der nächste bitte. Aber irgendwie kommen wir hier nicht voran. Kann das sein? Na. Es sind halt echt zu viele Leute hier. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen mehr auf Objectives und ein bisschen weniger auf Töten konzentrieren. So, das Objective haben unsere Leute da jetzt verteidigt. Ihr sollt jetzt einfach mal angreifen. Wo bin ich eigentlich? Vader ist eingetroffen. Okay. Skywalker ist endlich ist Skywalker mal weg, aber wir haben jetzt Vader. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil die haben ihre Helden gerade verloren und wir haben einen bekommen. Das dauert jetzt, glaube ich, einen Moment, bis ein gegnerischer Held wieder kommt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Alter, wie geht's denn hier raus? Hallo? Okay, hier sind wohl andere drin. Man weiß es nicht. Ich will hier auf jeden Fall mal raus. So, die Dinger hier kann man sich auch mit diesen am Boden liegenden Sachen holen, Fahrzeuge und sowas. Auf manchen Maps auch Flugmaschinen. Das gibt's alles aufsammelbar am Boden, genauso wie das Heldenobjekt da eben. Hat mich eigentlich gewundert, dass da kein anderer hingerannt ist. Oh, da ist Vader, mit dem sollten wir mal ein bisschen gehen. Oh oh. Wow. Der wird übrigens auf der Map angezeigt, wo der einschlägt. Ich habe nicht drauf geachtet, bin anscheinend direkt reingesprungen.
weg. Von... Oh, der steht vor mir. Das sind einfach zu viele, das habe ich doch eben schon gesagt. Wie soll man denn hier irgendwas erobern? Meine Fresse. Ich habe auch keinen Jetpack oder so, wie ich einfach mal über so ein paar Hindernisse rüberspringen muss. Oder könnte. Ich muss den ganzen Scheißweg halt echt zu Fuß ablaufen. Wow. Okay, da standen drei. Das ist doch nicht wahr. Gibt es hier irgendwo einen Weg, wo man mal langlaufen kann? Da kümmern sich die anderen schon drum. Oh. Gottswürg. Ja, das Ding ist verloren eigentlich. Ich glaube, die haben ja einen mehr als wir. Das heißt, wenn das so bleibt, wir haben nur noch eine Minute Zeit, dann geht die Runde hier verloren. Also wir müssen jetzt eigentlich, auf egal was passiert, nach vorne stürmen und das Ding einobern. Und das tun wir gerade sogar. Oh Gott. Okay, 10 Kills mit dem Blastergewehr. Jetzt erst, das heißt, es steht wohl nicht so gut für mich. Weil ich habe keine andere Waffe benutzt bislang. Jetzt wissen die anderen natürlich leider, dass ich hier bin. Okay. Die Waffen haben übrigens keine Munition, die können nur überhitzen. Aber erobern tun wir leider aktuell nicht. Weil hier oben eine Menge Gegner draufstehen. Verdammt. Ich war gerade um die Ecke. Naja, wir haben alles probiert. Die sind noch 20 Sekunden. Das Ding werden wir in 20 Sekunden nicht mehr erobern können. Da hat der Gegner leider gewonnen. Aber es ist auch ein mieser Punkt, weil das halt wirklich so nach oben hinweg geht. Das heißt, wenn die Gegner sich da oben draufstellen... Was ist das denn? Oh Gott. Was tue ich hier? Uah. Alles klar? Gut, zu wissen, dass es sowas auch gibt. Ich bin 5 Bester in meinem Team, Alter. Was habt ihr denn genommen? Ich habe nichts freigeschaltet. Ja, gut. Die Gegner waren sogar ein paar weniger und haben gewonnen. Es ist einfach eine blamable Leistung gewesen. Egal. Ich habe getan, was ich konnte dafür, dass es die erste Runde, die erste wirkliche Runde ist, die ich seit Release jetzt gespielt habe, weil das die anderen beiden sehen nicht, weil die schon so lange her sind. Fand ich es doch ganz okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir in die nächste Runde starten. Und ich mir dann wahrscheinlich auch mal ein neues Equip hier kaufen werde. Also bis dann und auf Wiedersehen.